Hallo, ich verbinde mit der friedlichen Revolution, dass ich den Tag arbeiten musste, bis 17 Uhr Dienst hatte als Krippenerzieherin. Wir haben uns nur gewundert, dass die Kinder alle schon vor 17 Uhr abgeholt wurden. Aber ich hatte ja meinen Dienst zu leisten. Ja, dann konnte man hat es denn ja draußen, wir haben es in den Medien schon ein bisschen gehört, aber es war unglaubhaft. Ja, wir konnten es eigentlich gar nicht glauben. Erst den nächsten Tag, man hatte dann auch Angst, ob man nun seinen Ausweis, wenn man ja zur Grenze, wir sind dann auch wirklich den nächsten Tag rüber. Ich habe damals noch bei Brandenburg gewohnt, also wir sind über Staaken, Oststaaken rüber und sind dann gleich nach Spandau. Ja, und haben auch Bekannte besucht gleich, ja, das war, wir konnten es erst gar nicht glauben. Und ja, also was verbindet oder für mein weiteres Leben, ja, dass ich praktisch jetzt in Berlin wohne, also beruflich viel anderes ausprobieren konnte, natürlich auch viel reisen konnte. Ja, also die ersten Jahre waren ja bis 2000 noch super schön, sag ich mal. Man konnte sich viel leisten, viel aufbauen. Es wäre zu DDR-Zeiten gar nicht möglich gewesen. Wir hätten nicht mal einen FDGB-Platz bekommen. Also, ne, ja, und so konnte man seinen Urlaub und man hatte auch seinen Lohn für die Arbeit bekommen, dementsprechend, ja, weiterentwickeln, andere Wege gehen, was man zu DDR-Zeiten natürlich nicht so konnte, wie ich das jetzt so gestaltet habe. Ja, also ich finde es eigentlich schon sehr gut, wie Deutschland jetzt sich zeigt in der gesamten Welt, offen ist, viel aufnimmt und ja, eigentlich ein ganz anderes Deutschland, wie es ja viele Bürger es früher ja in der Welt gesehen haben. Und ja, also eigentlich ist der Weg schon sehr gut, dass wir immer noch weiter friedlich vorangehen, natürlich auch klimamäßig. Und ja, eigentlich bin ich mit dem zufrieden, wie es momentan ist.